Computational Thinking mit PBC Microbit. Arbeiten mit Listen. Eine Variable haben wir uns als eine Box vorgestellt, die beispielsweise eine Zahl, ein Zeichen, ein Wort oder einen ganzen Satz beinhalten kann. Ihr Inhalt kann jederzeit abgefragt und verändert werden, das heißt, er ist variabel. In einer Box können sich aber auch viele weitere kleine Boxen, die wiederum bestimmte Daten enthalten, befinden. So eine Box brauche ich, damit Roberto meine Einkaufsliste speichern kann. Man nennt eine solche Box Liste oder Array. Das folgende Programm erstellt eine solche Liste bzw. ein solches Array. Der Name des Arrays ist Einkaufsliste. Diese ist eindeutig. Es kann also keine zweite Liste geben, die Einkaufsliste heißt. Der Name soll darüber Auskunft geben, welche Daten in der Liste gespeichert sind. Das Array besteht aus 6 Elementen. Jedes Element des Arrays hat denselben Datentyp. In diesem Fall handelt es sich um eine Liste von Zeichenketten, also Wörtern. Die Elemente des Arrays sind durchnummeriert. Dabei wird bei 0 zum Zählen begonnen. Das Wort Eis befindet sich an der 0. Stelle des Arrays. Das Wort Schokolade befindet sich an der 5. Stelle. Der Wert an einer bestimmten Stelle im Array kann jederzeit abgefragt und verändert werden. Es können neue Elemente zum Array hinzugefügt oder an einer bestimmten Position eingefügt werden. Auch das Löschen von Elementen ist möglich. Wer erledigt nun den Einkauf? Ich, Max, Anna oder Daniel? Bei dieser Entscheidung soll uns der PBC Microbit helfen. Dazu erstelle ich eine neue Variable, welche die Namen von mir, Max, Anna und Daniel beinhalten soll. Dazu musst du auf den Button Fortgeschritten klicken und die orangefarbige Kategorie Arrays auswählen. Es gibt bereits ein Array mit dem Namen Textlist. Diese benennen wir nun einfach um. Die Variable mit dem Namen Personen ist jetzt unsere große Box. Diese soll 4 kleine Boxen beinhalten. Die ersten 3 Elemente des Arrays sind die Wörter Mary, Max und Anna. Wir müssen noch ein weiteres Element zum Array hinzufügen. Dazu klicke ich auf das Plus-Symbol und füge noch den letzten Namen, also Daniel, hinzu. Das Array enthält nun 4 Elemente. Nun soll zufällig eine Person ausgewählt werden, das heißt ein zufälliges Element des Arrays. Die Elemente sind von 0 bis 3 durchnummeriert. Also berechne ich eine zufällige Zahl zwischen 0 und 3. Den passenden Befehl findest du in der Kategorie Mathematik. Die zufällig berechnete Zahl speichere ich nun in einer Variablen mit dem Namen Zufallsposition ab. Um den Namen der Person anzuzeigen, rufen wir den Wert des Arrays Personen an der Zufallsposition ab. Letztendlich geben wir den Namen über das LED-Display des PBC Microbit aus. Wer wird wohl ausgewählt werden? Starte das Programm mehrmals neu, um zu überprüfen, ob die Auswahl der Personen wirklich zufällig passiert.